Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns die 14 Neuzugänge aus dem April an. Und ja, leider weder einstellig noch habe ich es geschafft, tatsächlich auch so viel zu lesen. Wäre im Büchermonat nicht ein wirklich dicker, dicker Wälzer dabei gewesen, hätte ich es wahrscheinlich tatsächlich geschafft, mehr zu lesen, als bei mir einziehen zu lassen. Es ist aber sehr, sehr, sehr knapp. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir bei 11 oder 12 Büchern rausgekommen sind. Das seht ihr dann auf jeden Fall in den beiden Büchermonaten. Da erzähle ich ja am Anfang auch ein bisschen Statistik. Aber ja, 14 Bücher. Es sind 9 haptische Bücher eingezogen und 5 E-Books. Tatsächlich kein Hörbuch, was glaube ich auch einfach daran lag, dass ich im Grunde nur ein langes Hörbuch auch in diesem Monat gehört habe, plus noch ein anderes. Und ich da nicht den Bedarf hatte sozusagen nach Hörbüchern, aber naja, was soll ich dazu sagen? Auch das hat nicht ganz geklappt, ist ja auch so eine kleine Challenge von mir im Sinne von, dass man natürlich haptisch und digital sich ausgleicht. Es lag diesen Monat einfach ein bisschen an Rebuy und an Medimops, wo ich einmal 3 Bücher und einmal auch nochmal 3 Bücher bestellt habe. Die Unpackings sind auch auf dem Kanal online gegangen. Ich packe sie euch in die Infobox, wie eben auch alle Neuzugänge ihr ebenfalls in der Infobox findet, wenn ihr hier mehr Informationen wollt. Ich habe euch einen Thalia Affiliate Link hinterlegt, das heißt, wenn ihr darüber bestellt, bekomme ich eine kleine Provision. Für euch ist es aber nicht teurer, also wenn ihr da wollt, schaut da gerne mal vorbei. Und ich denke, bei 14 Büchern beginnen wir einfach mal mit dem ersten Buch, was mir eine liebe Freundin bei einem Besuch mitgebracht hat, und zwar Granatapfeljahre von Sue Monk Kidd. Ich mochte von der Autorin das Buch Anna vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren super gerne und hatte dann auch Granatapfeljahre auf der Wunschliste. Und dann hat es mir die Freundin auch mitgebracht. Nochmal vielen lieben Dank, liebe Susanne, es hat mich wirklich gefreut. Und es ist ein New York Times Bestseller, der nachdenklich, ehrlich und anregend sein soll. Es ist, glaube ich, keine echte Geschichte im Sinne von eines Romans, sondern es ist tatsächlich eine Reise. Genau, es ist ein Reisebericht, es ist eine Suche nach dem Glück, ein Plädoyer für die Weiblichkeit, das Zeugnis einer tiefen Mutter-Tochter-Bindung, und es gibt uns ein Rezept an die Hand, wie wir den Weg zu uns selbst am besten beschreiten. Es handelt vom Glück, unterwegs zu sein. Und ich glaube, dass sie hier mit ihrer Tochter unterwegs ist, wenn ich das richtig gesehen habe. Richtig, genau. Also sie ist da mit ihrer Tochter unterwegs und da begleiten wir sie. Finde ich spannend, freue ich mich drauf, klingt auf jeden Fall richtig, richtig gut. Dann habe ich mir im Thalia ein Buch mitgenommen, Geh langsam, wenn du es eilig hast, von Marjolan Bastin. Es sind Weisheitsgeschichten aus aller Welt, wurde von mir im April auch schon gelesen, werde ich also im Büchermonat mehr darüber erzählen. Und dieses Buch hat einfach so ein bisschen zu meinem Kranksein im April, was ja schon Ende März losgegangen ist, geholfen, weil ich sehr ungeduldig war mit mir und meinem Finger, der nach wie vor nicht 100% fit ist, und ja, manchmal muss man aber einfach langsam gehen, auch wenn man es eilig hat und eigentlich wieder loslegen möchte und der Körper einem aber ganz klar sagt, nein, es geht nicht. Und diese Weisheitsgeschichten haben auf jeden Fall dazu geholfen, denn man soll nicht jede Stunde des Tages zählen, aber dafür Sorge tragen, dass eben jede Stunde des Tages zählt, und das finde ich tatsächlich ganz schön. Ja, finde ich schön. Erzähle ich im Büchermonat ein wenig mehr. Dann ist bei mir als Rezensionsexemplar angekommen, Ich bin so froh, dass es dich gibt, von M.H. Clark aus dem Wunderraum Verlag. Und ja, dieses Buch erinnert mich so ein bisschen an natürlich Der Junge, das Pferd, der Fuchs und der Igel, oder umgekehrt, war es ein Igel? Nee, es war ein Maulwurf. Und an all die anderen Bücher, an den großen Panda und den kleinen Drachen. Und es ist auch so ein bisschen aufgemacht, auch wieder mit so einem etwas, grünen, Buchschnitt kann man ja nicht sagen, zum grünen Einband, wenn man so möchte, auch innen wirklich schön gestaltet. Es hat tolle Illustrationen und es ist eine Ode an die Freundschaft, warmherzig und gefühlvoll erzählt. Und das kann ich bestätigen, denn auch dieses Buch habe ich eigentlich direkt, als es bei mir eingezogen ist, gelesen. Richtig, richtig schön. Es ist natürlich keine, also es ist schon eine kleine Geschichte, aber es ist ja einfach so ein Buch mit ein paar Gedanken und dieser Freundschaft und
Auf alle glücklichen Tagen trifft zu, in meiner Nähe warst immer du. Also richtig schön, ich glaube wirklich ein perfektes Geschenkebuch an liebe Menschen, an Freunde. Vielleicht anstelle Blumen oder irgendwie was Süßem. Ich glaube, ja, mit 18 Euro durchaus auch ein angenehmer Preis, wenn man sagt, okay, ich bringe vielleicht so eine etwas größere Kleinigkeit mit. Fand ich richtig schön, erzähle ich im Büchermonat auf jeden Fall auch noch ein bisschen ausführlicher. Dann sind zwei E-Books bei mir eingezogen, und zwar A Spark of Time, Rendezvous auf der Titanic. Das ist, ich glaube, schon Ende März eingezogen, wurde mir dann als E-Book, Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt. Das ist von Kira Licht und ist der Auftakt einer Dilogie. Und Teil 2 ist auch schon für Ende Oktober angekündigt. Und wir haben hier so ein bisschen Zeitreise und eben auch ein Rendezvous auf der Titanic, was mich mega angesprochen hat. Lily de Grey und ihr Vater sind bekannt dafür, dass sie in ihrem Antiquariat die verschollensten Gegenstände wieder auftreiben können. Nur, dass sie dafür durch die Zeit reisen, ist ihr Geheimnis. Als ein Ehepaar nach einer Kette sucht, führen alle Spuren auf die Titanic. Ein gefährlicher Auftrag, der jedoch alle Geldsorgen der Familie lösen könnte. Also reist Lily ins Jahr 1912 zurück und gibt sich als Dienstmädchen einer Gräfin aus. Dort trifft sie auf Ray, einen Passagier der ersten Klasse, der unerwartete Gefühle in ihr auslöst. Mit dem drohenden Untergang der Titanic muss Lily plötzlich eine Entscheidung treffen. Hält sie sich an den Kodex der Zeitreisenden oder rettet sie Rays Leben? Und ich glaube, diese Frage, gerade nach solchen entscheidenden Geschichten und Tragödien in unserer Geschichte, ist natürlich immer spannend und packend zu fragen, was wäre, wenn, kann ich hier ein Leben retten? Müsste ich nicht eigentlich alle darüber informieren? Ich bin sehr gespannt, wo diese Geschichte hingeht und auch wirklich neugierig, wie Kira Licht das hier so ein bisschen verpackt. Spricht mich wahnsinnig an. Ich liebe Zeitreisen. Ich liebe die Geschichten rund um die Titanic und von daher bin ich hier super, super gespannt. Das nächste Buch ist ebenfalls ein E-Book und das hatte ich auf der Buchmesse in Leipzig gesehen und mir abfotografiert und war dann total happy, dass das E-Book, ich glaube, für 3,99 € erhältlich war. Es ist eine Urban-Fantasy-Geschichte von Lovecrafts Traumlanden, einer Überdosis Kaffee und dicken Katzen. Das fand ich mega. Im Glanz der Nachtschwärmer von Juliet May, auch ein wunderschönes Cover, wie ich finde. Und wir haben hier Aristella, sie ist jung, unabhängig und könnte eigentlich glücklich sein, wenn das Leben sie nicht zu einer Zynikerin gemacht hätte. Zurückgezogen verbringt sie ihre Tage vor dem Computer, lebt von Junkfood und betrachtet das Weltgeschehen aus sicherer Distanz. Um der Realität auch nachts zu entkommen, flüchtet sie sich in lucide Träume. Fasziniert von allem, was ihr Verstand dort für sie bereithält, mischen sich bald schon düstere Mächte in ihre Traumwelt, bis nicht einmal mehr ihr Alltag vor den Gefahren ihrer Albträume sicher sind. Ich finde lucides Träumen und überhaupt Traumreisen super spannend. Ich mochte das auch damals in der Geschichte von Kerstin Gier. Das war ja die Silberreihe, die sie auch so ein bisschen um dieses Träumen gedreht hat. Und umso gespannter bin ich, was Juliet May hier daraus macht und ob wir auch ein bisschen mehr zu diesen luciden Träumen erfahren. Finde ich auf jeden Fall super spannend und freue mich da sehr auf die Geschichte. Das nächste Buch, ich glaube, Im Glanz der Nachtschwärme ist ein E-Book, genau. Und auch das nächste Buch ist noch ein E-Book, und zwar ein schottischer Buchladen zum Verlieben ist die Reihe Isle of Mule. Ja, ist der erste Teil. Der zweite Teil ist schon für den September angekündigt und es ist wohl auch eine Dilogie. Und sie ist von Emma Bishop. Und auch das wurde mir als E-Book-Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt. Wir sind hier in einer Kleinstadt in Schottland und haben hier auch ein Idyll und das Glück der großen Liebe. Und wir sind eben auf der Isle of Mule und die Welt ist dort auch noch in Ordnung, denn hier findet man wilde, unberührte Natur, schroffe Klippen, blühende Heiden und auch freilaufende Tiere. Und in Tobermory leuchten die Häuser in allen Farben des Regenbogens, also kein Wunder, dass es für Alison, Hayley und Lynn keinen schöneren Ort geben könnte. Hier wohnt die schottische See, wo die schottische See den Rhythmus der Herzen bestimmt, betreibt jede der drei Freundinnen einen eigenen Laden. Als eines Tages der gut aussehende Jamie auf der Insel auftaucht, ist die Aufregung groß. Der alleinerziehende Vater ist in seine Heimat zurückgekehrt, um die Farm seiner Eltern zu übernehmen. Prompt verirrt er sich in Allisons Buchladen und in ihr Herz. Doch was hat Jamie zu verbergen? Haben Allys Freundinnen recht, sie vor ihm zu warnen?
Die Magie von Freundschaft und gefühlvoller Romantik auf der malerischen Isle of Mule. Sehnsuchtsort für alle mit Fernweh. Und ich bin ja ganz gerne mal in Cornwall unterwegs und natürlich so Irland und Schottland. Und dementsprechend freue ich mich hier auch wieder in Schottland unterwegs sein zu können. Und bin sehr gespannt, sowohl natürlich auf das Kleinstadt-Idyll und natürlich auf die drei Freundinnen und auf Jamie, der natürlich, hieß er Jamie? Ich glaube schon. Der hier irgendwie zurückkommt in das Städtchen und wahrscheinlich alles ein bisschen durcheinander bringen wird. Freue ich mich sehr, sehr drauf und ja, bin gespannt, ob mich diese Geschichte auch so ein bisschen nach Schottland entführen kann. Dann kommen die drei Bücher aus der Rebuy-Bestellung. Da gab es, glaube ich, irgendwie Prozente und ich konnte dann auch nicht so richtig widerstehen, wie es manchmal so ist. Wie gesagt, ich packe euch das Unpacking natürlich auch unten in die Infobox. Da sage ich ein bisschen mehr zu den Büchern und den Zuständen. Wir starten mit Meister der Chin von P. Chili Clark. Ein Buch, das ich habe jetzt leider keine Preise mehr, was ich mir dort eben auch ergattert habe, hatte ich schon ein ganzes Weilchen auf der Wunschliste, denn es spielt in Kairo 1912 und ja, es soll hier natürlich um die Djinn geben, es soll die Auflösung des Schleiers zwischen dieser und der magischen Welt geben und dass eben seitdem auch nichts mehr ist, wie es war. Und wir haben hier eine Agentin, Fatma. Sie ist die jüngste Frau, die je für das Ministerium für Alchemie, Verzauberung und übernatürliche Wesen gearbeitet hat. Doch sie ist keine blutige Anfängerin und ja, sie merkt immer mehr, dass die Zerstörung der Welt bevorsteht und sie möchte das verhindern. Doch ein ganz schöner Klopper, das hatte ich, glaube ich, gar nicht erwartet. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer von dem 560-Seiten-Buch geschwärmt hat, aber mich hat es sehr, sehr angesprochen, allein, dass wir in Ägypten unterwegs sind. Und ich finde auch tatsächlich, hier hat sich die Broschüre dann gelohnt, weil auch ein bisschen damit gearbeitet wurde. Und hier bin ich sehr, sehr, sehr gespannt und neugierig. Dann ist bei mir eingezogen Schattenstaub. Der erste Teil, die Prüfung von Mira Valentin, Sam Feuerbach und Greg Waters, hat mich wieder angelächelt, als ich auf der Buchmesse war und mich dann wieder so ein bisschen ja, in diese ganzen Geschichten der Weltenbauer verliebt habe. Und es ist der Auftakt einer Trilogie, wenn ich mich nicht täusche. Und es ist ein letzter Herbst vor dem Ende der Welt, denn wenn im Winter der Fluss gefriert, wird der Schattenstaub über das Eis kriechen und gierig das verbliebene Leben des Kontinents verschlingen. Wir haben hier auf jeden Fall drei Charaktere. Wir haben einen Mönch, eine Räuberin und einen jungen Ziegenhirten. Und es soll eine Prüfung geben und ja, ich bin sehr gespannt. Es wird Spiele geben, super neugierig und ich freue mich auf das Zusammenspiel der drei Autoren. Und weiß gar nicht, haben wir hier ein bisschen eine Karte? Ja, wir haben eine kleine Karte hier vorne mit drin und ich freue mich. Das Coverdesign ist von Alexander Kupinski. Ich glaube, von dem hat man schon das ein oder andere Cover entdeckt. Und ja, ich bin sehr neugierig und freue mich, das Buch zu entdecken. Und dann eine Geschichte, auf die ich mich auch sehr, sehr, sehr freue. Und zwar wird es ein bisschen piratig. Die Abenteuer der Piratin Amina al-Sirafi. Siraft? Siraffi, es ist glaube ich ein I, von Shannon Chakraborty. Und dieses Buch hat nicht nur ein wunderschönes Cover und eine wunderschöne ja, Klappentext, einen wunderschönen Klappentext, sondern auch wirklich einen wunderschönen Buchschnitt. Und jetzt wisst ihr, bin ich nicht ganz so Buchschnitt verrückt, aber den finde ich richtig schön. Ich war total happy, dass ich den auch über, ja, im Grunde Rebuy bekommen habe. Wir haben hier auch eine Weltkarte drin und es wird, ja, piratig. Von der Autorin war auch, glaube ich, schon Die Stadt aus Messing, richtig, die ich, glaube ich, nur okay fand und nicht weiter gelesen habe. Und soweit ich jetzt das weiß, ist das hier auch nur ein Einzelband und ja, hat mich sehr gefreut, dass ich ihn günstig sozusagen ergattert habe. Und eigentlich möchte sie sich zur Ruhe setzen, dann bekommt sie aber nochmal ein Angebot, das kein echter Freibeuter guten Gewissens ablehnen kann und für eine fürstliche Belohnung soll sie nun die entführte Tochter eines Kameraden zurückbringen. Ja, allerdings muss sie sich bald schon fragen, ob dieses letzte Abenteuer seinen Preis wirklich wert ist. Vor allem, wenn dieser Preis ihre eigene Seele sein könnte. Und ich mag Piratengeschichten, ich liebe das Meer, ich liebe Freibeutergeschichten und finde schön, dass es doch in den letzten ja, ein, zwei, drei Jahren immer wieder Geschichten hier so ein bisschen gibt. Und umso mehr freue ich mich dann auch, diese Geschichte zu entdecken. Das nächste Buch ist dann wieder ein Rezensions-E-Book, auf das ich mich auch wahnsinnig freue, denn es ist eine Geschichte aus Korea und es soll auch ein Millionen-Bestseller sein. Und zwar Das Blut der Herzlosen, das ist der Auftakt der Tränenvogel-Reihe von Yang Du Lee. Ich glaube, es ist eine Trilogie
Es ist hier nur von Serie die Rede. Ich habe mir leider gar nicht aufgeschrieben, ob es ja, 2 oder 3 Bände wären. Es soll magisch fesselnd und atemberaubend spannend sein. Und es soll eben auch vom Genre Großmeister kommen. Ich glaube, aus Korea schon eine Geschichte gelesen. Ich habe hier, glaube ich, schon ein bisschen asiatische Fantasy. Aber ist da was aus Korea? Ich bin mir gerade nicht sicher. Es klang aber so, so, so gut. Und auch das Cover. Und ich glaube, ich habe auch schon das zweite Cover auf jeden Fall gesehen. Hat mich einfach mega, mega angesprochen. Der Klappentext kommt wie folgt. In einem einsamen Gasthaus am Rande der Puntenwüste treffen 3 Gestalten aufeinander, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Der Lekon Tinahan ist ein mächtiger Krieger mit dem Kopf eines Hahns. Bi-Jung ist ein Dokebi, ein Feuerwesen, immer zu Scherzen aufgelegt. Und Qui-Gon Draka ist ein Mensch, der das legendäre Schwert eines Königs trägt und ein düsteres Geheimnis verbirgt. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg ins Reich der Nagas, schuppigen Gedankenlesern, die verborgen im Dschungel von Kiboren leben und sich die Herzen herausschneiden, um unsterblich zu werden. Sie folgen dem Ruf einer uralten Prophezeiung, doch kann ein Wesen ohne Herz wirklich der Retter der Welt sein? Und ich finde, das klingt so schön High Fantasy, so spannend, so packend und ja, spricht mich einfach wahnsinnig an und ich bin super, super gespannt, was ja, hier sich dann in der Geschichte auch verbirgt. Die nächsten 3 Bücher habe ich dann bei Mediamops geshoppt. Auch hier gab es, glaube ich, auf jeden Fall Prozente und ich packe euch auch dieses Unpacking gerne nochmal in die Infobox. Und zwar Blackout von Mark Elsberg ist eine Empfehlung von einem guten Freund von mir. Morgen ist es zu spät und ich habe von Mark Elsberg ja schon was gelesen und war super gespannt darauf und auch so wie die Geschichte klang und dass es ein Highlight eben auch war, dachte ich, ja, da Countdown läuft und ich glaube, das Buch war vor einiger Zeit, als es erschienen ist, auf jeden Fall schon in aller Munde. Ist, glaube ich, jetzt auch schon 4, 5 Jahre alt, sogar schon 10 Jahre, was soll ich sagen, 2013 wirklich? Gibt es so lange schon Mark Elsberg? Okay. Ja, aber jetzt wird es von mir gelesen und ich freue mich da auf jeden Fall sehr, sehr, sehr drauf. Ein Buch, was schon länger auf der Wunschliste war, war Bin Hexen von Wünscht mir Glück von Liane Maas. Ich glaube, es war mal auf der Wunschliste, ist dann runtergeflogen. Jetzt war es günstig zu haben und es gibt auch mittlerweile schon den zweiten Teil. Und mal ehrlich, ist dieses Cover nicht ein Träumchen. Auch die Seitengestaltung richtig, richtig schön. Ich weiß gar nicht, das Buch ist aber, glaube ich, auch schon eine Spur älter. Ist im Drachenmond Verlag erschienen. Und ja, ich weiß gar nicht von welchem Jahr, 2017. Es könnte tatsächlich sein, dass das schon 6, 7 Jahre her ist und dann ist es mal so aus meinen Gedanken verschwunden und dann habe ich es aber entdeckt und gedacht, für den günstigen Preis nehme ich es mit. Ja, wir haben hier nämlich die Hexe, die eigentlich Magie hasst und so richtig, ja, ist sie auch bei keinem einzigen Zauberspruch so richtig fit. Doch dann trifft sie auf den Hexenjäger Liam und der darf natürlich nicht erfahren, wer sie ist. Und muss ihn eigentlich so ein bisschen ja, hinhalten, denn sie muss sich eigentlich auf eine Prüfung vorbereiten. Und ja, ich bin gespannt. Ich mag solche Geschichten sehr gerne und ich finde auch die Katze mehr als bezaubernd und freue mich auf das Entdecken der Geschichte. Und auch auf dem letzten Cover ist eine Katze. Allerdings handelt es sich hier um Weihnachtsgeschichten, Weihnachtspunsch und Weihnachtskater von Christiane Lind. Von Christiane Lind habe ich ja die Cornwall-Reihe super gerne gelesen. Ich glaube, da hieß sie Kara Lindon. Schaut. Ich wollte nochmal nachgucken, habe es aber dann auch wieder vergessen, aber ich glaube ja. Und wir haben hier ein paar Geschichten für die Weihnachtszeit. Das sind Kurzgeschichten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nein, 7 Geschichten und ein Nachwort. Und ich bin hier super gespannt und freue mich bedingt, jetzt gerade, wo der Sommer angefangen hat, auf die Weihnachtszeit. Aber das ist natürlich ein Buch, was eher frühestens Mitte, Ende November gestartet wird. Aber ich freue mich, dass ich das günstig bekommen habe. Es war von der Qualität tatsächlich nicht ganz so gut, aber für ein Weihnachtsbuch, was man einmal liest, da kann man jetzt ja auch gefühlt gar nicht so viel falsch machen. Und das war jetzt dann auch die Minimops-Bestellung. Und dann ist noch Ende des Monats ein E-Book bei mir eingezogen. Ein Buch, was beim Fester Verlag erschienen ist. Und zwar als E-Book auch nur für 4, nein, 5,99, also 6 €. Und das fand ich richtig spannend, denn es drehte sich wieder um die Titanic. Und ich habe dieses Buch über ein Lesezeichen und so einen Infoaufsteller schon auf der Buchmesse gesehen, beim Fester Verlag am Stand. Und zwar The Deep, Spuk auf der Titanic von Alma Katsu.
Und das klang auch mehr als spannend, denn die Autorin verwebt die wahren Geschichten der beiden berühmten Schiffe zu einer erschreckenden Geistergeschichte und es soll phänomenal sein. Und ich bin super, super gespannt. Ich finde schön, dass ich beim Fester Verlag immer mal eher so, ja, vielleicht so Gruselgeschichten entdecke, weil ich ja doch nicht ganz fürs blutige, horrormäßige so zu haben bin. Und deswegen habe ich mich hier sehr auf The Deep gefreut und fand das wirklich sehr spannend. Denn etwas Übernatürliches sucht die Titanic heim. Das ist die einzige Erklärung für die unheimlichen Ereignisse auf der Jungfernfahrt des Ozeandampfers. Viele der Passagiere sind überzeugt. Es ist etwas Jenseitiges an Bord. Doch bevor man mehr herausfinden kann, geschieht, wie man weiß, die wahre Katastrophe. 4 Jahre später, der Erste Weltkrieg hat begonnen, versucht Annie Hebley, die jene schicksalshafte Nacht überlebt hat, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Sie dient als Krankenpflegerin auf dem Schwesternschiff der Titanic, der Britannic, die gerade zum Lazarettschiff umgerüstet wurde. Verfolgt von den Albträumen der ersten Reise stößt Annie unter den Patienten auf einen bewusstlosen Soldaten. Sie erkennt den jungen Mark Fletcher. Er war ebenfalls auf der Titanic. Aber sie ist sich sicher, dass er den Untergang nicht überlebt hat. Und wie spannend ist es, aus dieser Titanic-Tragödie nicht doch irgendwie so eine etwas gruselige, übersinnliche Geschichte zu machen und sich die Frage zu stellen, was war vielleicht auch Spookiges in der damaligen Zeit, so ein bisschen, ja. Ich finde es super spannend, ich reise gerne irgendwie 100, 110 Jahre zurück und bin neugierig, was es hier Übernatürliches auf sich hat. Das waren jetzt die 14 neuen Bücher. Es ist auch noch Harry Potter auf Spanisch bei mir eingezogen, was aber einfach nicht auf dem Sub zählt, weil ich Harry Potter in allen möglichen Varianten ja schon gelesen habe. Ja, theoretisch müsste die spanische Geschichte auf dem Sub landen, aber nein. Ja, es ist Harry Potter, Ila, Pietro, Pietra, Philosophal, also natürlich. Und der Stein der Weisen, der ja, glaube ich, auch im Englischen schon anders heißt. Und ich bin ja dran, so ein bisschen mein Spanisch aufzufrischen, zu intensivieren, denn es soll dieses Jahr auch in ein spanisches Land in Urlaub gehen. Und ich würde gern, und nein, ich werde es nicht zu 100% bis dahin lesen können, aber ich würde gerne so ein bisschen darin eintauchen, so ein bisschen drin lesen, mal gucken, wie weit ich so komme, was vielleicht auch schon ein bisschen noch fehlt, also Vokabeln ist gar keine Frage, das werde ich gar nicht hinbekommen. Aber so manches, was ich hier lese, denke ich, ah ja, ich erkenne es so grob irgendwie wieder. Es könnte der und der Satz sein. Und ich glaube, der Vorteil an einer bekannten Geschichte ist, dass man doch sich viel aus dem Zusammenhang einfach herholen kann und dann vielleicht doch der Geschichte folgen kann. Ich bin verwundert, wie dünn der erste Band ist. Klar, ist der, ich glaube, auch im Reguellen, ja, ihr seht die nicht, weil die immer so hier am Rand stehen, sind da die ersten Bände auch sehr dünn. Aber irgendwie mit 250 Seiten. Frage ich mich gerade, ob man im Spanischen weniger Wörter braucht als im Englischen. Im Deutschen ja theoretisch immer ein Drittel mehr. Aber ja, ich glaube, wie gesagt, nicht, dass ich es zu 100% lesen und verstehen werde, aber ich möchte einfach so einer meiner Lieblingswelten eintauchen und mal gucken, wie mir diese Geschichte dann auch in Spanisch gefällt. Und das waren sie jetzt, die 14 plus ein Neuzugang. Ich freue mich auf alle Bücher, die da kommen, die ich noch nicht gelesen habe. Im April, die Büchermonate kommen dann jetzt natürlich auch nach und nach. Ihr könnt mir sehr gerne erzählen, auf welches Buch ihr euch besonders im April gefreut habt, was bei euch eingezogen ist, was vielleicht auch schon irgendwie dadurch ein Highlight wurde und ihr sagt, ja, Buch gekauft, direkt gelesen, zack, Highlight. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen oder ob euch auch eins meiner Neuzugänge jetzt so angesprochen habt und ihr sagt, da möchte ich das vielleicht auf die Wunschliste packen, lasst uns hier gerne in den Kommentaren in den Austausch gehen. Alle Bücher unten in der Infobox und auch die beiden Unpackings packe ich euch unten rein. Schaut da gerne mal vorbei. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.